Ey, die werden sich jetzt alle an den Kopf fassen, wahrscheinlich in Deutschland, weil wir haben hier eine Macke. Guten Morgen. Grüßt euch. Moin. Moin. Hi guys. Was für dir? Hallo. So, wo fahren wir jetzt hin? Auf den Berg. Endlich machen wir schönes Wetter. Ja. Auf den Berg zum Ground Event. Heute mal bei Licht, bei Tag. Wir waren ja nur einmal oben bei Nacht. Da haben wir ja noch nicht so viel gesehen. Auch die Aussicht jetzt viel krasser. Ja, wir haben sogar mega Glück mit dem Wetter. Obwohl ja Regen angesagt war, haben wir jetzt Sonne. Und ich hoffe, es bleibt so. Dann können wir auf jeden Fall ein paar coole Aufnahmen machen. Mal schauen, wie viele Autos jetzt da sind oben. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Ah, ich wollte jetzt eine Insta-Story machen. Hau rein. Unsere russischen Freunde haben uns von dem Lada Niva erzählt, der komplett auf dem Boden liegt mit Fettsturz und so, wie sich das gehört. Ach, den grünen meinst du? Ja. Ich habe gedacht, du redest von den weißen. So, auch mit gecleantem Motorraum und allem drum und dran. Das heißt, das ist quasi der 1er Golf wahrscheinlich für dich. Und das müssen wir uns auf jeden Fall jetzt mal angucken. Wir gehen gleich mal hier rum. Hier haben wir so einen Lada Niva also. Lass mal gucken. Also Reifen sind noch neu. Kann man auch immer gleich überprüfen. Ja. So sehen also Schalensitze aus, ne? Sehr cool ist auch. Mal für Panoramadach. Klimaanlage. Richtig gut. Und das ist der Grund, warum man mal in andere Länder fahren sollte. Man sieht mal Autos, die man sonst zu Hause nicht sieht. Und das sind unsere Highlights. Also meinen Volkswagen können wir zu Hause auch angucken. Sowas eher weniger. Obwohl Lada Niva ja auch jetzt gebaut wurde von Holy Hall. Die hatten ja quasi so ein bisschen auf Offroad gebaut, auch ziemlich geil. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist nochmal, leck mich am Arsch. Das Auto kenne ich, weil mir Kevin mal eine Folge von Mighty Car Mods gezeigt hat. Da haben die auf dem Auto hier so einen pinken Drift mit Bosozoku. Hier, da hat der Auspuff ungefähr da oben beim Balkon gehangen. Mit großem Stern dran. Also typischer japanischer JDM-Wagen. Sieht man bei uns gar nicht. Ich habe noch nie einen gesehen, glaube ich. Also so ein Chaser geht mir schon. Geht gut rein. Geht mir gut rein. Auspuff, aufpassen, nicht, dass du dich stößt. Das Schienbein aufschlagen. Das hier ist was ganz, ganz Wichtiges. Das gehört zu einem japanischen Wagen, also gerade so zu einer JDM-Geschichte dazu. Das kommt eigentlich davon, dass die Leute, das war auch in diesem Film, den wir uns angeguckt haben, dass sie das geklaut haben aus der U-Bahn. Und wenn man das ins Auto gepackt hat, hat man dann gesehen, wenn das hier abgeschliffen ist, dass das Auto auch tief ist. Das ist ziemlich krass. Wir haben letztens auch so eine Folge drüber gesehen. Die Dinger sind zwei- oder dreiteilig und sind immer geschweißt. Das heißt, da sind Schrauben drin, aber die sind immer geschweißt. Und wenn die Dinger restaurieren, haben wir auch gesehen, dann werden die aufgetrennt, übelst poliert und sonst was und dann schweißen die wieder zusammen. Achso, ja. Und dann, wenn alles zusammengebaut ist, dann lackieren sie erst. Also die machen sie vorher, ne? Hitze ja, und ja. Schweißnähte und so. Guckt euch das Fitment an. Als ich das gestern gesehen habe, nee, vorgestern, als wir kurz mal in der Nacht oben waren, dachte ich eher, das wäre so aus dem Skoda oder so. Ich weiß gar nicht, dass ein Lada ist. Da gibt es echt viele. Also so unterschiedliche Varianten von Lada. Das ist ja von, Mike hat von einem Bild geschickt, da sieht einer aus ja wie ein Subaru. BRX ist aber auch ein Lada, also ein silberner. Ja, mit White Body habe ich auch gesehen. Sie sieht so ein Teil aus wie ein Subaru, ist aber ein Lada. Muss man ja auch auf jeden Fall mal angucken. Ich mag das Design. Also ich finde die Folie geil. Ja,
den Estate Hoodie mitbringen können. Ja. Ja. Oh. Da war ich, Stufe. Kante. Und ich muss sagen, man sieht, wenn Leute aus wenig viel machen oder was wenig haben, dann hat es immer irgendwie Geschmack, finde ich. Also das ist echt geil, auch so mit den Flatlips und sowas. Ja, die legen sich halt mehr ins Zeug, ne? Ja, das ist geschmackvoll. Den kennt Kevin doch? Ja, 20 kennen sich alle auf der ganzen Welt. Ich habe ihn leider nicht getroffen, das ist der Anton aus, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht aus Russland, Ukraine, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Auch super cool, vor allem mal ganz andere Felgen. Auch nur 16 Zoll und Fitment, was auch die wenigsten machen. Die meisten bauen immer auf 17 Zoll und haben dementsprechend ein bisschen höher den Wagen, wenn sie auf Fitment gehen. Sonst super cool. Also wirklich schönes Auto. Was mir auffällt, das Felgendesign, das ist echt so. Der Stern ist so ultra klein. Lass ihn mal angucken. Kenn ich gar nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß wirklich nichts. Irgendwas Einteiliges gewesen sein. Centerline. Was hier auch zu sagen ist, hier sind Imbusschrauben drin. Habe ich auch noch nie so gesehen. Macht es auf jeden Fall viel leichter. Obwohl, ne, macht es nicht leichter. Aber wenn die Dinger ein bisschen angerostet sind, machst du sie komplett rund. Was ist die Lippe original? Welche? Unten diese ab. Auch geil, also mit dem Rand gemietet und so. Quasi Custom Front Spoiler Lippe. Ich weiß gar nicht, wird entweder komplett selber gebaut oder von irgendeinem anderen Modell und einfach rangespackst. Ich mache jetzt, was man eigentlich nicht macht, aber ich fasse mal an. Ja, wird Gummi sein oder Hartplastik. Hartplastik. Aber was viel wichtiger ist, Henna-Rot. Ja, sehr schöne Farbe. Henna-Rot geht immer. Also die BMW-Fahrer unter sich, ich kenne kein Henna-Rot, aber es ist rot, ja. Henna-Rot ist der Shit. Ja. Silvia S15 mit, wie ich finde, sehr geilen Felgen, mit gebrushten Betten und die Sterne sind auch gebrusht. Ich habe erst gedacht, die sind gepulvert. Aber die rohen, die sind gar nicht beschichtet, oder? Ne, deswegen. Also ich würde so sagen, sehr Klarlack auf Brush oder so, kann auch, also weil sonst ist es mit der Pflege sehr intensiv dann später. Nee, aber sonst passt du sehr geil aufs Auto drauf. Guckt euch auf jeden Fall auch die Verbreiterung an, also ja, vorne ist es geil. Ich finde, sehr elegant gelöst. Auch die Schwerter vorne hinten an der Seite. Auch wunderschön. Schön dezenter Diffusor, nicht übertrieben, ganz geil. Ohne Heckspoiler, also richtig schön clean das Ding. Hinten schön die Domstrebe noch drin. Nice. Geil, ey, ich will. Ja. Also, wenn ihr mich sucht, ich bin dann nicht mehr in Deutschland, ich bin dann hier. Wir importieren uns einfach was. Ja, ey. Deal. Okay, Deal. Wir importieren. Ja. Oh, hier, nächste S15. Ey, find mal eine in Deutschland, ne? Hier stehen gleich. Auch super geil. Dachkanten-Heckspoiler, richtig cool. Richtig cool mit dem Auto. Hey. 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 Ja. Hey. Leonid. Kevin. Leonid. Sweater oder Svetlana, quasi die uns geholfen hat am Flughafen mit dem ganzen Koffer. Das ist ihr Kumpel. Er hat diesen krassen GTR 35 White Body. Und guck mal diesen Spoiler an. Das ist doch schon rap. Das ist alles normal. Wenn auch. Das ist der Jana. Stell mich mal da hin. Hello. How it's working with the trunk? You can open it? Can't. Okay, also Kofferraum geht nicht mehr auf. Verständlich. Pizza.
Ah, ja, jetzt gibt gleich Hate. Hate von vielen deutschen Zuschauern wahrscheinlich. Ja, aber es ist mega, mega geil. Es ist kontrovers, kann man sagen. Also, man muss es mögen, kann man verstehen. Aber ich find's geil, weil das machen halt nicht viele. Ist auch wieder so ein japanischer Style. Einfach viel Kämme, übelst breit. Ja, hier steht er. S-Klasse. Komplett in Metall verbreitert, also alles ordentlich gemacht. Ich habe die Bilder hier zurück beim Instagram gefunden und die Bilder gesehen. Also wirklich viel Arbeit und gute Arbeit steckt dahinter. Das ist einfach krass. Die originalen Mercedes-Felgen mit, weiß ich, 6 Zoll Außenbett vielleicht, wenn es mal reicht. Das ist wahrscheinlich so breit wie meine ganzen Felge am Auto. Um das mal für euch sichtbar zu machen, ihr wisst ja alle, was so ein iPhone, wie breit das ist. Aber sag mal, was ist denn das für eins? Achso, iPhone 8 Plus, glaube ich. 8 Plus. Also erstmal. Ja. Also es würde. Noch ein iPhone. Es würde anderthalb Mal reinpassen, und was noch viel besser ist. Es liegt hinten am Reifen. Camper S-Pack. So breit, was ist für Reifen? Hier, 3,25er. 3,25. Ja. 3,25, okay. Und davon liegen ungefähr... Ja, von 3,25 ist vielleicht so viel Auflagefläche. Also Fahreigenschaften sind wirklich, glaube ich, kritisch. Aber hauptsache sieht geil aus. Also ich will jetzt gerne mal so ein Bild machen, aber ich mach's nicht. Kennt ihr mal die Kinder, die sich hinten so in den Topf reinsetzen? Da kannst du auch schön... Wasser reinfüllen in die Felge jetzt, wenn es schräg steht, und kleine Fische reinpacken. Und wenn ihr dachtet, da hinten ist schon viel Sturz, mach das gleich nochmal hier vor. Aber gut, hier liegt ein bisschen mehr auf. Warte mal, hier können wir nochmal wieder das altbekannte Spiel machen. Und zwar... Hast du eine App noch, oder was? Nee, es ist keine App, sondern das geht mit dem... Wartet. Hier. Mach hier die Seite. Ja. 10 Grad. 16 Grad. 17 Grad. 10. Ha, 17. Ich flipp aus. Hinten wahrscheinlich 20. 20. Aber mal gucken. Aber wir können ja rumgehen und dann machen wir ein Ratespiel, wie viel Sturz haben die Autos. Ja. Und dann halten wir mal das Handy ran. Ha! Ah, 20. Richtig gelacht. Sehr gut. So, und wer gewinnt, der muss einen aufgeben, oder? Lass mal gleich weitergehen. Ich habe schon was Nächstes gesehen. Ey, die übertreiben so krass hier. Das ist so gut. Das ist wie USA, Japan. Aber ich stell mal einen Fuß dahin. Schuhgröße 44,5. So, wollen wir das Spiel wieder spielen? Ich sag hier... 9. 8. Das ist wirklich zu wenig. Man kennt sich einer aus. Dann ist es hinten 13. Ja. 15. 13. Von der Audi. Ah. Ich komme hier nicht mehr aus dem Stand raus, ey. Ist das krass. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Finde ich richtig cool. Also gerade als Kombi. Ist doch einfach nichts drin. Wegfahrt und Sitz. Ja, das ist echt, das ist jemand taub. Gar nichts. Gewichtsreduzierung. Also ich würde sagen, die haben keine Wegfahrsperre. Nö. Wahrscheinlich steigst du einfach los. Da hat ja nicht mal einen Zündschloss. Echt mal? Wie geht die Kanne an? Der ist einfach an. Der ist wahrscheinlich mal vorne mit aufziehen. Deswegen, da musst du doch kurbeln. Ja. Ich meine, die sind von der Qualität her jetzt nicht so sauber und piekfein gebaut wie bei uns. Aber die sind anders. Die sind. Also, die haben einfach so unterschiedliche Stile, die sie machen. Und ne, sowas würde bei uns in Deutschland keiner bauen. Aber geil. Feier ich hab. Ich finde auch gerade, also die Location ist einfach so geil. Hier kommt einfach alles zusammen. Ach, die alle Leute so, ne? Man denkt ja immer so, russische Mentalität, so kühl und alles. Die sind super nett, die kümmern sich.
Also wir haben es ja live erlebt mit unserem Gepäck. Die haben sofort Einsatz gezeigt, auch in der Rezeption und sowas. Ja, 100 Mal hin und her telefoniert für uns. Ich muss allgemein sagen, also wenn ihr mal was anderes erleben wollt, spart ein bisschen Geld, holt euch ein Visum, fliegt hierher. Es ist zwar alles ein bisschen anders, aber ich finde es, also ich glaube, man muss dafür, naja, ich sag mal, man muss Fan sein, dass ein Auto auch mal abgepackt sein kann. Aus Finnland, so wie da. Also es ist, wo du es gerade sagst. Ja. Ach schon. Ja, zeig mir mal Clemens. Es muss auch mal abgefuckt sein. Hinten ist der White Body ist fett. Schön aus Knete. Ja, aber was fetzt, das würde in Deutschland nie einer machen. Ja. Aber also, die Szenerie, die toppt wirklich den Wörthersee, finde ich. Also das ist einfach. Du hast zu viel Abwechslung drin. Zu krass, du bist ja auf dem Berg. Die Aussicht, ich meine beim Wörthersee, man sieht die Berge im Hintergrund, das ist auch mega geil. Aber du bist hier im Berg, komm, am Berg. Komm, also, wir gehen mal gucken. Wir nehmen jetzt mal die Aussicht mit euch. Hier sieht man gar nicht, wie gigantisch das eigentlich alles ist. Ja. Also man ist ja irgendwie so voller Emotionen gelangt, klar, weil die letzten Tage auch irgendwie so stressig waren und wir dachten, irgendwie klappt nichts. Endlich ist es mal schön auch. Ja, nach der Drift war gestern schon echt so ein krasser also wirklich ein schönes Highlight. Hat den Tag auf jeden Fall gerettet und die Koffer natürlich, die wieder da sind. Da hat es schon gut angefangen gestern, aber heute ist wirklich ist super. Also hat sich echt gelohnt, hierher zu kommen. Ja, und wir haben ja gerade angefangen erst. Also, ja, und Wetter spielt auch mit. Ja, ich hoffe, es hält sich noch ein bisschen, dass wir noch ein paar Bilder und ein bisschen Video zusammenbekommen. Ich denke, wir versuchen jetzt noch mal ein paar Autos zu finden, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Gucken nochmal, würde ich sagen, dann teilen wir uns ein bisschen auf. Ich mache ein bisschen für euch Instagram-Stories. Kevin macht coole Fotos. Clemens wird schön nochmal die ganze Szenerie abfilmen. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall gut was im Kasten für heute, damit ihr was sehen könnt. Und dann würden wir uns ja nochmal gegen Abend melden, wenn es dann wirklich lustig wird. Guys, welcome to Russia!